Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen herbstlichen Folge bei Butterbrötchen, liebe Freunde. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr den Granatapfel richtig aufschneidet und die einzelnen Früchte trennen könnt, ohne komplett euer Inventar rot einzufärben. Als erstes zeige ich euch, wie ihr den Granatapfel richtig aufschneidet. Und zwar müsst ihr ein Quadrat rausschneiden, genau da, wo das Licht gerade so an den Rändern noch abfällt. In der Mitte etwas tiefer gehen mit dem Schnitt und dann anschließend das Quadrat oben entfernen. Dann seht ihr diese Trennwände schon oben und da müsst ihr entlang der Schale feine Einschnitte machen und den Granatapfel einfach von der Mitte aus mit viel Feingefühl einfach auseinander trennen, ohne alle Früchte zu zerquetschen. Ihr könnt dann diese feinen Trennwändchen auch noch entfernen und ich finde, das sieht so schon zum Servieren richtig, richtig schön aus. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr die Kerne raustrennt und zwar immer von der Außenseite und ihr könnt mit den anderen Fingern in den Rücken quasi drücken und von den äußeren Seiten einfach die Frucht aufklappen. Und wie ihr das hier bei mir sehen könnt, trennen sich die Früchte schon ganz von allein. Außer dieser Diamant in der Mitte, den könnt ihr dann so abtrennen und immer von unten, nicht von der Mitte, also mittendrin die Früchte, dann zerquetscht ihr sie und kriegt nicht alle ab, sondern von unten einfach mit etwas Feingefühl die Früchte abtrennen. Ich finde, das Ganze hat etwas Meditatives, also falls ihr euch in Ruhe mal hinsetzt und jetzt nicht hektisch einen Granatapfel aufschneiden möchtet, dann klappt das auch. Die zweite Variante, wie ihr die Früchte trennen könnt, ist mit einem Löffel und dafür muss der Granatapfel schon reif sein. Dann nehmt ihr die Seiten, also quetscht nicht die Frucht ein, in die Hand und klopft mit dem Löffel in den Rücken und dabei die Früchte in der Hand dann nicht zerquetschen. Und hier seht ihr, wie ich die Früchte versuche, nicht durch die Finger gleiten zu lassen. Das ist dann immer etwas schwierig, weil da die Gefahr besteht, dass ihr die Früchte zerquetscht in der Hand, wenn ihr nicht mit Feingefühl arbeitet. Aber wie ihr seht, geht das super easy, da trennen sich auch alle Früchte. Und hier zeige ich euch das Ganze ein zweites Mal, aber hier lasse ich einfach die ganzen Früchte durch die Finger gleiten, sodass nichts zerquetschen kann. Und das ist das Mittelstück, da wo die Früchte sich am schwierigsten meistens abtrennen lassen. Und das klappt mit dem Löffel super, super einfach. Als nächstes möchte ich euch eine Version zeigen, wie ihr den Saft des Granatapfels trinken könnt. Hierfür nehmt ihr einen Granatapfel, der nicht zu trocken ist, quetscht dann die Früchte in der Schale ganz vorsichtig ein. Ihr werdet das auch hören, wie die Früchte zerplatzen. Und dann müsst ihr ganz, ganz schnell sein, denn sobald da ein Loch eingestochen wird, fließt der Saft raus. Strohhalm einstecken und dann könnt ihr den Saft trinken. Und als letzte und vorerst für euch einfachste Variante ist es, den kleinsten in der Runde die Früchte in die Hand zu drücken und viel Spaß zu wünschen. Danach müsst ihr etwas putzen, aber es macht Spaß und die Kleinen sind erstmal ein bisschen beschäftigt. Thank you.
seht ihr auch nochmal, wie wir das gerne essen. Die säuerlich schmeckenden Granatäpfel, die löffeln wir gerne mit Salz und Goldpart und die süßen einfach pur. Ich hoffe natürlich, wie immer, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, denn ich hatte auf jeden Fall Spaß, vor allen Dingen während die Kleinen beschäftigt waren. Ich hoffe, ihr traut euch mal dran, einen Granatapfel aufzuschneiden, denn das ist gar nicht so schwierig. Und wenn ihr etwas Geduld mitbringt, dann wird es auch nicht überall rumspritzen und es geht ganz, ganz einfach. Und bevor ihr weg seid, Freunde, denkt daran, einen Daumen hoch zu hinterlassen, meinen Kanal zu abonnieren und sehr, sehr gerne Freunden und Familien weiterzuempfehlen. Habt Spaß beim Granatapfel entkernen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!